Ich erledige die Personalienüberprüfung, bevor du mit den Leuten sprichst. Kümmer du dich in der Zwischenzeit doch schon mal um was anderes. Ich habe die Personalien aufgenommen. Alles in Ordnung soweit. Hallo, Herr Kirsch. Da haben Sie aber echt was abbekommen. Kann ich Ihnen trotzdem einige Fragen stellen? Ja, ja, machen Sie ruhig. Wie konnte es zu dem Unfall kommen? Das war wohl meine Schuld, tut mir leid. Sehr einsichtig von Ihnen, aber das beantwortet nicht meine Frage. Ich habe das Stauende übersehen. Es hätte mir nicht passieren dürfen. Und weshalb haben Sie das Ende übersehen? Die Strecke ist doch sehr übersichtlich. Ich war kurz unaufmerksam. Der braune Fleck da auf Ihrem Hemd, ist das Kaffee? Das kann schon sein. Der Fleck sieht mir auch noch recht feucht aus. Kann es sein, dass Sie beim Fahren gefrühstückt haben und Sie deswegen abgelenkt waren? Sie haben mich erwischt. Wenn ich das nicht während des Fahrens mache, schaffe ich meine Tour nicht rechtzeitig. Stellen Sie sich mal vor, Sie wären auf einen PKW aufgefahren, statt auf einen LKW. Es hätte Tote geben können, ist Ihnen das klar? Sie haben grob fahrlässig gehandelt. Mehr brauche ich nicht zu wissen. Sie werden sich dafür verantworten müssen. Lassen Sie Ihre Wunden vom Sanitäter versorgen. Guten Tag, Herr Junker. Was ist denn hier passiert? Meine Ladung. Die ist mit Sicherheit fast vollständig hinüber. Das kann mich meinen Job kosten. Eins nach dem anderen, bitte. Beschreiben Sie doch, wie der Unfall für Sie abgelaufen ist. Was soll ich da beschreiben? Der Kerl, der mit draufgefahren ist, war ganz sicher mit etwas anderem beschäftigt. Solche Leute wie der bringen unseren ganzen Berufsstand in Verruf. Fangen Sie bitte ganz von vorne an. Was ist passiert? Ich stehe am Stauende und der Typ rast einfach in meinen Laster rein. Der hat erst ganz spät angefangen zu bremsen. Er hat also das Stauende übersehen und ist Ihnen aufgefahren, ja? Das sagte ich doch eben. Diese Strecke ist so gerade, da kann man gar nichts übersehen. Wenn ich wegen dem meinen Job verliere. Sie haben gerade angedeutet, dass der andere Fahrer abgelenkt war. Ist das richtig? Tja, ich kenne doch meine Spezies. Die hausen in ihren Führerhäusern. Sie möchten gar nicht wissen, was die sonst so immer machen. Zehennägel schneiden und Zeitung lesen sind da noch die harmlosesten Dinge. Doch, das möchte ich schon. Können Sie davon etwas beweisen? Nein, wie soll ich das beweisen können? Dann seien Sie vorsichtig mit solchen Aussagen. Ich habe erst mal genug gehört. Vielen Dank.
Hallo. Hallo. Zeigen Sie mir bitte Führer- und Fahrzeugschein. Vielen Dank. Ich schaue sie mir direkt mal an. Haben Sie etwas getrunken? Nein, ich habe nichts getrunken. Haben Sie Drogen oder andere Betäubungsmittel konsumiert? Nein, auf keinen Fall. Ich muss Ihnen ein Bußgeld verhängen. Hallo. Hallo. Zeigen Sie mir bitte Führer- und Fahrzeugschein. Vielen Dank. Ich schaue sie mir direkt mal an.
Ich komme gleich auf Sie zurück. Ihr Verbandskasten ist nicht vorhanden. Gut, dass Sie das sagen. Ich werde direkt einen neuen besorgen. Haben Sie etwas getrunken? Nein, ich fahre immer nur nüchtern.
Haben Sie Drogen oder andere Betäubungsmittel konsumiert? Drogen? Ich doch nicht. Ich muss Ihnen ein Bußgeld verhängen. Thank you.
Ich erledige die Personalienüberprüfung, bevor du mit den Leuten sprichst. Kümmer du dich in der Zwischenzeit doch schon mal um was anderes. Ich habe die Personalien aufgenommen. Alles in Ordnung soweit. Hallo, Herr Wagner. Wie ich sehe, wurden Sie schon verarztet. Geht es Ihnen gut? Kann ich mit Ihnen reden? Muss das jetzt sein? Leider ja, aber ich versuche, mich kurz zu halten. Können Sie mir schildern, wie der Unfall abgelaufen ist? Der Laster vor mir hat ohne einen für mich ersichtlichen Grund eine Vollbremsung hingelegt. Und ich konnte halt nicht mehr rechtzeitig bremsen. Hören Sie, ich habe Kopfschmerzen. Reicht das nicht? Nein, das reicht nicht aus. Egal, aus welchem Grund der LKW gebremst hat, wenn Sie ihm aufgefahren sind, waren Sie entweder unaufmerksam oder haben den Mindestabstand nicht eingehalten. Wenn Sie meinen... Wollen Sie sich nicht lieber äußern? Ja, Sie haben es erfasst. Ich hatte heute ziemlichen Termindruck und bin deswegen wohl unbewusst zu nah aufgefahren. Okay, ich nehme diese Aussage zu Protokoll, erspare mir aber jede Belehrung. Sie wissen sicher, dass es keinen Grund für ein solches Verhalten gibt. Ja. Ich habe genug gehört. Schönen Tag noch. Hallo, Herr Friedmann. Geht es Ihnen gut? Kann ich Sie kurz befragen? Ich bin etwas durcheinander, aber soweit okay. Fragen Sie ruhig. Sehr gut. Bitte erzählen Sie mir, wie es zu dem Unfall gekommen ist. Ich bin meine Tour gefahren. Ich hatte es auch gar nicht mehr weit. Da fahren mehrere Autos auf dem Beschleunigungsstreifen auf. Wegen dem Verkehr sind die langsam gewesen. Zwei fädeln sich vor mir auf die rechte Spur ein, aber der dritte schafft es nicht. Ich dachte, dass er am Ende des Beschleunigungsstreifens stehen bleibt. Stattdessen zieht er ohne Vorwarnung und ohne zu blinken langsam auf meine Spur. Ich musste eine Vollbremsung machen. Bin nur gerade so zum Stehen gekommen. Der Typ fährt seelenruhig weiter. Noch während ich mich ärgere, knallt es und der andere LKW fährt mir hinten drauf. Haben Sie das Kennzeichen gesehen? Der kam vielleicht aus Sinningen. Es tut mir leid, ich bin zu durcheinander. Ich kann mich nicht erinnern. Sie machen das sehr gut bisher. Es ist völlig normal, dass man nach einem Unfall durcheinander ist. Setzen Sie sich nicht so unter Druck. Ja, als Berufskraftfahrer sieht man schon viel, aber das hat mich gerade ziemlich mitgenommen. Auf so etwas ist niemand vorbereitet. Atmen Sie tief durch. Und denken Sie nochmal an den fraglichen PKW. Jetzt habe ich's. Das war eine blaue Limousine. Das Kennzeichen war SINZU54. Ich habe alles, was ich brauche. Danke für Ihre Mitarbeit.
Das sind die Informationen über den flüchtigen PKW. Kannst du das bitte zur Zentrale funken? Die Zentrale meldet, dass der flüchtige Wagen hier in der Nähe gesehen wurde. Sollen wir ihn suchen oder es den Kollegen überlassen? Den Kerl schnappen wir uns. Das ist die richtige Einstellung. Thank you.